Naja, es waren die, oder speziell das Jahr 2019 war auch richtig, richtig erfolgreich und ich habe den Schwung dann auch super im Anfang von 2020 mitgenommen mit Australien, was ja für mich, wenn man jetzt Rio ausnimmt, das letzte normale Turnier quasi war. Und dann ist das Ganze zu einem Stillstand gekommen, aber es waren dann auch nur ein paar Wochen und dann sind diese Einladungsturniere gekommen und dann haben wir relativ bald gewusst, dass es eben mit den US Open weitergehen wird. Und von dem her habe ich irgendwie den ganzen Schwung, obwohl natürlich die ganze Tenniswelt zu einem Halt gekommen ist, den guten Schwung vom letzten Jahr und vom Beginn vom Jahr mitnehmen können. Und von dem her eben waren wir in einer privilegierten Situation, dass wir schon noch viele Turniere und bis auf Wimbledon alle großen Turniere spielen haben können. Und ich habe da einfach die gute Form durch die Corona-Pause konservieren können. Ja, man hat schon das Gefühl gehabt, man hat den besten Dominic Thiem bisher aller Zeiten gesehen. Aus deiner Sicht, wo hast du dich denn nochmal gesteigert? Ich habe schon die Corona-Pause gut genützt, finde ich, zum Trainieren. Es war auch irgendwie das erste Mal seit ewigen Zeiten, dass ich richtig lang Zeit gehabt habe. Und wir haben uns da am Anfang, also wie wieder so halbwegs klar war, wann es losgeht, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, was soll besser funktionieren oder was soll gut funktionieren, was habe ich für Schwächen, die ich eben ausmerzen will, bis zu den US Open, bis es wieder losgeht. Und an dem genau habe ich dann richtig gut gearbeitet und das hat sich dann gleich beim zweiten Turnier ausgezahlt. In gewisser Weise schon, dass ich, wie gesagt, jetzt viel ruhiger irgendwie auf meine Karriere schauen kann und jetzt weiß, egal was passiert, ich habe den Titel gewonnen und ich kann zumindest einmal zufrieden auf meine Karriere zurückschauen, schon jetzt und dann auch irgendwann später mal, das auf jeden Fall. Aber in den Matches hat sich eigentlich null geändert. Also ich habe irgendwie so gehofft oder glaubt, dass ich vielleicht ein bisschen lockerer bin, aber das hat sich spätestens, in Paris war es vielleicht noch so, da bin ich so auf der Erfolgswelle noch komplett geschwommen, aber spätestens dann in Wien und dann in London war es völlig aus. Dann war ich wahrscheinlich in den engen Situationen gegen Djokovic, gegen Nadal wahrscheinlich nervöser als zuvor. Und ja, ich habe dann auch mit Nico drüber geredet, der hat auch gesagt, er hat das geglaubt, wie er da zweimal Olympiagold gewonnen hat, dass jetzt wahrscheinlich alles leichter vor der Hand gehen wird, aber es ist nicht so. Und es ist bei allen Sportlern so, dass das Match, was jetzt gespielt wird, das wollen wir gewinnen. Und wenn es eng wird, werden wir nervös. Und das ist wahrscheinlich sogar bei den großen drei so, die alle 17 oder mehr Grand Slam-Titel gewonnen haben. Ich glaube schon, dass es häufiger der Fall sein wird, aber es kann genauso gut sein, dass nächstes Jahr wieder alle vier von den drei gewonnen werden. Vor allem Djokovic und Nadal sind wahrscheinlich die größten Favoriten bei den Grand Slam-Turnieren. Das wird nächstes Jahr so sein, wie es dann in 2022 ausschaut, wird man sehen. Aber ich glaube, dass jetzt die Chance größer ist, dass auch neue Siegergesichter wieder sein wird bei den Grand Slams. Und ich glaube, dass das auch, oder es haben auch viele gesagt, dass das wichtig war, dass, egal ob es jetzt ich war oder irgendwer anderer, dass einfach ein neues Siegergesicht dort ist und dass die anderen sehen, ja, es ist möglich. Jetzt bist du Nummer 3 der Welt, da wird die Luft natürlich jetzt schon sehr, sehr dünn. Wenn du in einem Jahr Nummer 2 wärst, wärst du zufrieden? Ja, kommt drauf an, was ich für ein Jahr spiele. Also natürlich haben die Grand Slams für mich oberste Priorität und wenn ich jetzt Nummer 2 bin, aber kein Grand Slam gewinnen oder kein Finale spiel dort, wäre ich vielleicht nicht zufrieden. Und wenn ich aber Nummer 4 bin und 1 gewinne und vielleicht das Jahr, das sonstige Jahr nicht so gut spiele, wäre ich zufriedener. Also mein Ziel ist einfach bei den großen Turnieren wieder richtig gut zu spielen, so wie es 2020 und meiste Zeit 2019 auch der Fall war. Ja. Präsent dieser Traum von der Nummer 1 der Welt, wie groß ist der? In deinem Kopf? Der ist schon da, natürlich. Wenn ich Nummer 3 bin, will ich auch Nummer 1 werden. Aber er ist jetzt nicht so groß, wie der Wunsch oder der Traum von einem Grand Slam-Titel war oder jetzt natürlich noch immer ist, von einem zweiten. Aber es wäre natürlich unglaublich schön. Aber es würde jetzt nicht so wehtun, wenn ich das Ziel nicht erreichen würde, jetzt im Nachhinein, als hätte ich nie einen Grand Slam-Titel gewonnen. Du kannst unglaublich gut mit solchen schwierigen Rahmenbedingungen umgehen. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, das beeinflusst deine Leistung. Hast du eine Erklärung dafür, warum du am Platz das so wegschieben kannst? Ich weiß nicht genau, aber es ist der Fall so. Also sobald ich am Platz bin, egal ob jetzt Match oder Training, denke ich eigentlich nicht wirklich an irgendwelche privaten Sachen. Das ist aber schon von klein auf so. Auch
wie ich kleiner war, waren natürlich andere Probleme da. Habe ich mal eine schlechte Note geschrieben oder irgendwas anderes. Aber dann, wie ich am Nachmittag am Platz gegangen bin, waren die Probleme komplett weggeschoben. Und natürlich sind jetzt die Probleme größer geworden mit Corona und mit den ganzen anderen Sachen. Aber es ist immer noch so, dass ich die Sachen völlig ausschalten kann, sobald ich eben am Trainingsplatz gehe oder noch mehr ausschalten kann, wenn ich dann am Match spiele. Das Umfeld hilft natürlich auch, oder? Na sicher, ja, aber ich glaube, das ist einfach eine Gabe, die ich mitgekriegt habe und ja. Keine Ahnung. Ja.